Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir sind kurz vor Ende der Lumos-Aufgabe. Moment, ich muss mal kurz das Mikro richten. So. La la la. Noch schnell die letzten Böhnchen einsammeln. Ich habe mal den Sound viel etwas runtergedreht. Vielleicht hört man mich jetzt etwas besser. Und die Plattform ist gerade richtig gekommen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Zaubertränke. Zwei versteckte Bildkarten. Okay. Falls ihr jetzt Musikanten draußen hört, bei uns ist gerade Kirchweih. Und da laufen die natürlich durch die Straßen. Und was machen sie? Sie spielen. So. Harry, hier drüben. Aha. Hey, Harry. Die sind ja lauter als mein Hast du Bohnen Spiel. gesammelt? Wir brauchen die Bohnen für, Ja, ich naja, habe ein paar 25 Bohnen. Experimente. Gute Arbeit, Harry. Du hast uns jetzt alle Bohnen Danke, gebracht, die danke, wir brauchen. danke. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Nein. Wie gesagt, die gibt es nur, jede gibt es nur einmal im Spiel. Und vergiss nicht, du weißt nichts über unser Vorhaben. Es ist unser Geheimnis, okay? Ja, es ist unser Geheimnis. So, dann heben wir sie mal auf. Unsere erste Bildkarte in diesem Abschnitt haben wir. Fragt mich nicht, was die da spielen, falls ihr es hört. Gut, dass ich das Fenster zugemacht habe. Du bist ziemlich hartnäckig, stimmt's? Halt die Phrasen. Oh, da ist Ron. Zaubertrankunterricht und wir sind schon sehr spät Oh, dran. Scheiße. Hier ist noch ein Spiegel. Und hier sind Gnome drin, stimmt's? Ja. So, ganz viele Böhnchen. Und wieder hoch geht's. Und ja, ich möchte mal ein bisschen Werbung machen, und zwar für eine gute Freundin von mir. Die sich dafür einsetzt, dass auch weibliche Let's Player ein bisschen bekannter werden auf YouTube. Ihr Name ist, also ihr YouTube-Name ist Princess Chica 1992. Sie macht sehr gute Let's Plays und ja, ich finde sie also sehr gut. Sie ist wirklich eine super Let's Playerin, die hat auf jeden Fall mehr Abonnenten verdient und mehr Anerkennung vor allem. Und ja, dann sammeln wir mal für Mella die Bildkarte ein. Das ist übrigens Andi da drauf. Mella. Dann lese ich auch gleich mal vor, bevor wir zum Zaubertrankunterricht gehen. Wir kommen eh zu spät. Oh mein Gott. Warum habt ihr so viele? Cassandra Wablatschki.
1894 bis 1997, Bollywood über 100. Berühmte Seherin und Autorin von Beleuchtung der Zukunft. Ignatia Wildsmith, 1227 bis 1320, die Hexe, die das Flohpulver erfunden hat. Gifford Allerton, 1390 bis 1441. Berühmter Riesentöter, vernichtete den Riesen Hengist von Upper Barnton. Okay. Bis jetzt haben wir alle. Ist hier noch was? Nö. Ab geht's zu Zaubertränke. Jetzt müssen wir uns beeilen, denn sonst wird Snape wütend. Dachte, er ist eh schon wütend. Könnt ihr mal aufhören, ihr blöden Musikanten? Professor Snape, ich gebe Unterricht in Zaubertränken. Heute wollen wir lernen, wie man einen Mega-Power-Heiltrank mischt. Du kommst zu spät zum Zaubertrankunterricht, Potter. Das ist unentschuldbar. Selbst für eine Berühmtheit wie dich. Fünf Strafpunkte für... Boah, wie fies. Potter, geh in die Kerker und hol die Zutaten für den Zaubertrank. Hol Energiebaumrinde, Blumenlauch, Diptam und Flubberwurmschleim. Beeil dich, sonst gebe ich Gryffindor Strafpunkte. Geh jetzt und komm bloß nicht ohne die Zutaten zurück. Ja, ja, Professor. Dann beeile ich mich mal lieber. Hallo, Rodan. Viel Glück, Harry. Danke. Mein Hasslevel beginnt. Das muss Diptam sein. Das ist aber auch nicht so lang. Das war so klar, Professor Snape. Snape mich wohl ausgetrickst hat. Ja, jetzt beginnt das blödeste Level im ganzen Spiel. Aber danach kommt auch, glaube ich, schon mein Lieblingsspiel. Lieblingslevel. Ja, ich glaube, ich weiß ganz genau, was danach kommt. Naja, jetzt müssen wir erstmal hier die Blöcke verschieben. Um eine Brücke zu bauen. Damit hier die Gitter aufgehen. Diese Musikanten machen mich ganz kirre. Da oben ist auch schon die erste Zutat, die wir brauchen. Aber ich finde das trotzdem originell gemacht, das Level. Nach dem zu urteilen, was Hermine gesagt hat, müsste das eigentlich Blumenlauf sein. Es ist zum Beispiel besser als das im zweiten Teil. In den Kerkern. Oder die Kammer des Schreckens. Oder das unter der Peitschenweide ist auch gut. Hier gibt es viele Speicherbücher. Hier bin ich auch sau oft gescheitert. Hallo, Harry, Flipendo drauf. Und hier ist auch die Bildkarte. Juhu! Wieder eine Hexe. Ja, Alohomora, Flipendo, immer die gleiche Prozedur. Geh auf. Hallo, Harry, kannst du verzaubern? Nein. Oh. Oh, ein Stern. Mal sehen, ob es klappt. Mist, es klappt nicht. Der Winkel ist zu stark. So. Jetzt muss ich warten. Komm her, du Plattform. Hui. Ja, das ist wirklich das gefährlichste Level für Harry. Egal. Hüpf. Weil Harry da wirklich sterben kann. Und zwar ziemlich oft. Ich frag mich, wie Snape hier zurechtkommt. Wow, das war ein guter Sprung. So. Ah,
Weiter geht's. Habe ich gespeichert? Ja. Gut. Ich dachte schon. Oh nein! Es ist der blutige Baron! Nein, ein Geist! Ah, Hilfe! Ja, den können wir uns zunutze machen. Der fliegt immer die gleichen Routen. Und immer wenn er vorbeikommt, gehen die Gatter auf. Und dann können wir uns hinter ihm reinschleichen. Und ein paar Bohnen einsammeln. Der ignoriert uns total. Weil er ein Geist ist. Und Geister sind zu stolz, um auf Menschen zu achten. Laut dem blutigen Baron. Aber wenn man seine Geschichte kennt, weiß man, warum er so griesgrämig ist. Das ist eine Klingel. Ich glaube, jetzt sind die Musikanten bei uns. Da ist ein Gnom. So. Juhu, alle. Mein Kater hüpft gerade wieder total rum. Dem macht es Spaß. Und es gibt wieder Bohnen für uns. Sehr gut. Die zweite Zutat. Jetzt kommt ein kleines Rätsel. Das aber eigentlich ziemlich einfach ist. Komm her. Ey, warum so langsam? Ey, das ist voll langsam. Komm her. Warum sind die so schwerfällig? So, jetzt geht der Käfig runter, aber dafür ist hier der Käfig oben. Das heißt, wir können das hier machen. Okay. Eine versteckte Bildkarte. Ah ja, genau. Unsere neuen Zauber müssen wir auch gleich ausprobieren. Schön. Und gleich mal speichern. Warum sind hier Sterne? Er hat zwar nichts von Sternen einsammeln gesagt, aber es wäre doch cool, wenn wir dafür Hauspunkte bekommen würden. Okay, da geht das Gatter hoch. Aber wie kommt man da hin? Hui. Hör auf zu schreien, Harry. Und jetzt hüpfen wir noch schnell darüber. Nein, 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 nein. Okay, ich hab einen Bug. Jetzt doch nicht mehr. Das war jetzt komisch. Jetzt muss ich das nochmal machen. Ich würde sagen, ich beende auch gleich das Video hier und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder, wenn ich das da oben wiederholt habe. Also bis dann. Ciao.